Guten Morgen am Samstag um, man kann es fast nicht mehr guten Morgen nennen, eher guten Vormittag. Es ist 11.10 Uhr. Geht doch, ja. Ich dachte, was zu hören. Okay, es ist aber nichts. Also, was ich euch sagen wollte, es ist endlich wieder verfügbar. Currynudeln. Ja gut, ich habe natürlich jetzt einen schönen Filter drin. Da sieht man das leider nicht so die realistische Farbe. Aber ihr wisst ja, wie Currynudeln ausschauen. Und am Montag habe ich es ja eh gepostet gehabt in der Story. Und in der Currynudel ist drin Hartweizengrieß und englische Currymischung. 2 bis 4 Minuten Kochzeit, dann Campanelle. Und ja, ich liebe es. Ich liebe die Form und Curry vor allem. Und ich weiß, und sind sie ausgegangen. Aber ihr habt so hart drauf gewartet. Und nun kann ich verkünden, sie sind wieder da. Juhu! Basilikumnudeln sind das übrigens. Das ist Basilikum. Ja. Zutaten. Hartweizengrieß. Basilikum. Fertig. Passend. Zu Braten, zu Gemüse, zu Fisch dazu, zu mediterranem Gemüse, zu Tomatensoßen, zu Hackfleischsoßen, zu Chili sin carne, zu Tomate Mozzarella, zu einem mediterranen Nudelsalat passen es dann. Jetzt ist aber wirklich ganz, ganz knapp kochen, weil im Nudelsalat ziehen sie nochmal nach. Und auch mit Käse. Mit Käse Wahnsinn. Oder in der Pfanne Salz, Pfeffer, zack, bumm, volle Lüge. Das hey, do it, share, like. Hallo, grüß euch, guten Abend. Nachdem ich mir den ganzen langen Tag nicht gemeldet habe, wollte ich das jetzt einmal nachholen und wollte euch einfach einmal zeigen, was aus meiner Kerzen geworden ist, aus meiner selber gegossenen. Und zwar, das ist nämlich ganz gruselig. Das tut's nicht. Also. Schaut mal, was ist denn das für ein Pfeil? Der Docht ist, also mein Spagat ist voll dick, der hat so eine hohe Hitze. Und man sieht es ja da, das ist alles russig. Das ist alles russig, da ist da rausgelaufen, es ist alles voller Wachs. Das wird die nächste Laterne, die ich waschen darf. Das ist ein Wahnsinn, da geht so viel Hitze weg. Ich wollte es nur noch niederbrennen lassen, damit die Kerze dann weg ist. Und das macht es aber nicht mehr. So, mittlerweile ist 18 Uhr und jetzt auch endlich mit Gesicht aus ist. Ja, es war halt wieder ein langer Tag, hat aber eigentlich alles hier relativ gut hingehaut. Wir haben ja produziert, sprich, da heißt es um 4 Uhr anfangen. Und 4 Uhr morgens. Und das hat eigentlich alles so weit gut hingehauen. Wir waren dann sogar fertig um 14 Uhr. Mit Putzen und komplett fertig. Und das ist ganz super gewesen. Aber wir haben natürlich auch nicht, wir haben glaube ich um 50 oder 100 Kilo weniger macht wie sonst. Warum? Weil ich morgen erst den Grieß kriege. Ich habe nimmer mehr gehabt. Ich habe jetzt kein Stäubchen Grieß mehr da. Schön langsam wie jetzt mir. Mir ist auch recht kalt, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach übernachtig bin. Ich habe euch vorhin jetzt die Kerzen gezeigt.
die ich ja aus den Wachsresseln gegossen habe. Und letzte Woche habe ich euch ja schon das erste Ergebnis gezeigt. Und heute eben das, wie ihr es nicht machen sollt. Warum sollt ihr es nicht so machen? Also, ich habe ja das Spagat hergenommen. Das ist also ein Jute-Seil, Hanfseil, Jute-Seil. Ich glaube, es ist so eine Jute. Und das ist so dreisträngig, dreiphasig, drei oder vier Dinge. Und die werden ja dann verkordelt und dann ist das halt auch so ein Seil. Ja, und ich habe halt das volle Seil in seiner vollen Pracht und Dicke hergenommen. Kannst vergessen. Also, falls ich das mal wieder tun werde, ich werde mir keinen Kerzendoch kaufen, weil den brauche ich nicht, dann finde ich den nicht mehr. Ich werde das entphasen und werde halt dann nur eine Phase reinhauen. Dann ist es bestimmt nicht schlecht. Ansonsten habe ich heute schon ein total lustiges Telefonat geführt. Da hat mich eine Frau angerufen und hat telefonisch bestellt. Die kennt es vom Fernsehen. Hat vor Weihnachten schon bestellt und hat dann gesagt, boah, also ich weiß jetzt auch nicht, gell, ich kann halt jetzt keine anderen Nudeln mehr essen. Wir haben unseren Vorrat jetzt auch schon zusammengegessen, das was wir eben gekauft haben, und wir haben keine Nudeln mehr im Haus. Und dann haben wir eben bestellt und ich habe dann online die Bestellung ausgelöst für sie und habe es eben gesagt, also wenn es dann zahlt, könnt ihr per PayPal zahlen. Und dann hat er mich angerufen, ja, wie läuft jetzt das? Ja, so oder so. Ja, sagt. Und dann haben wir miteinander die PayPal-Zahlung noch ausgeführt. Das war sein erstes Mal. Ah, dummer Spruch dann wieder von mir, klar. Na, war ja gar nicht so schlimm, oder? Hat's weder. Seine Frau ist daneben gesetzt. Haben sie dann alle gelacht. Das war echt schön. Und denen schmeckt die Nudeln so gut. Das hat mich total gefreut. Ja, und dann würde ich auch sagen, haben wir es schon wieder. Weil irgendwann muss jetzt ein Ende sein. Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe am Samstag leider den Nudelblues nicht mehr geschafft. Da war dann irgendwie nur so viel los, dass ich es irgendwie gar nicht mehr geschafft habe. Jetzt darf man dafür jetzt in vollster Inbrunst nachholen. So inbrünstig, wie man heute halt nur sein kann. ja, lasst uns starten. Das wird sehr schön. Das wird großartig. Die besten Nudeln, das beste Pesto, au, gibt's heute nur im Nudelnestel. Wuhu! Schubidu! Mal da hergeschnien. Semmel angeschnien, sägemäßig angeritzt. Es tut so weh. Es ist nur ein ganz dünner Schnitt. Macht keinen Spaß. Eine arme Person.